Yo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons. Das ist jetzt mittlerweile schon die 46. Folge. Ich komme gerade aus der Arbeit. Ich arbeite jetzt in einer Förderschule als Schulbegleiter. Und jetzt geht's dann gleich zusammen mit dem Thomas ins Training. Den habt ihr ja schon kennengelernt, den Thomas, in dem Strongman-Video. Das werde ich euch mal einblenden. Hier. Der hat zwar nicht das gleiche Training wie ich, aber wir werden zusammen Bankdrücken machen. Das steht heute auch bei ihm auf dem Plan. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, Freunde. Ich bin jetzt im Fitnessstudio und werde jetzt eine Guarana-Cap nehmen. Das ist ähnlich wie Koffein, nur dass die Wirkung ein bisschen nachhaltiger ist. Und dann werde ich noch 3 von diesen AKG-Kapseln nehmen. Die sind für einen Pump. Da bekommt man einen richtig geilen Pump, habe ich schon ausprobiert. Das beide gibt es auch bei House of Protein. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, ist recht günstig. Und ist echt gut. Mal schauen, ob ich die alle 4 auf einmal zusammen runterkriege. Boah, ich hoffe, ich speinert. Boah. Müssen die so groß sein, ey? Das ist ja übel. Ich bin mal gespannt, ob der Thomas jetzt gleich mal eintrifft. Und dann geht's los, Freunde. Ich komm gleich. Er kommt gleich. Thomas, wie war das Training? Na, schon geil, wie immer. Na klar. Die Kamera macht mich immer so nervös. Also heute Abend indisch essen. Wir sehen uns. Peace, peace. So, was geht ab, Freunde? Ich bin jetzt daheim, Training war cool. Ich werde jetzt mal kurz meinen Kühlschrank checken und gucken, was ich jetzt als Post-Workout-Meal esse. Ich denke mal, harter Käse ist noch da, hat gut Eiweiß, kein Fett, wenig Kalorien. So perfekt für die Diät. Ich gönne mir jetzt einen kleinen Snack. Und heute Abend geht es dann indisch essen. Ja, indisch essen. Ich gönne mir auch was in der Diät. Beziehungsweise mache ich ja Intermittent Fasting und habe dann abends noch richtig, richtig viel Kalorien übrig. Jo, ich check mal kurz den Kühlschrank. Ordentlich wie immer, nicht? So, wie habe ich den Harzer Käse? Ich gönne mir den Harzer Käse. Ein paar Tomaten. Wow, das war knapp. Und eine Packung Lachsschinken. Das war's dann. Leute, wie der Harzer Käse schmeckt, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt den, tunkt den in Senf und dann mit Senf schmeckt sogar Harzer Käse gut. Okay, es geht. Viele fragen sich echt, was ich für Essgewohnheiten habe. Aber ich, keine Ahnung, ich finde es einfach geil.
Muss man nicht verstehen. Servus Leute, ich habe gerade geduscht. Ich habe richtig, richtig Hunger. Ich werde mir dort richtig geil gönnen. Ich denke mal, ich werde Lamm oder sowas mal wieder essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Der Thomas befindet sich ja gerade in der ketogenen Diät. Das heißt, dass er keine Kohlenhydrate zu sich nimmt, also so gut wie kein bisschen. Er hat damit schon richtig gute Erfolge erzielt. Und ich weiß nicht, vielleicht kann er später mal ein kleines Wort dazu sagen, wie die ketogene Diät funktioniert. Ich kenne mich da auch nicht so sehr gut aus. Was ich noch kurz sagen wollte, Leute, ich bin gerade ganz allein hier. Mein Vater ist mit seiner Frau im Urlaub, meine Mutter ist mit einer Freundin im Urlaub und meine Schwester ist mit ihrem Mann im Urlaub. So eine Scheiße. Und der Simon ist ganz allein hier. Aber Leute, ich war ja schon im Urlaub. Habt ihr euch schon den Cheat Day auf Mallorca reingezogen? Falls nein, solltet ihr das definitiv mal machen. Ich habe mal wieder meine alten Vans rausgegraben. Ich finde die Dinger einfach so mega bequem. Das Geilste dran ist, einfach reinschlüpfen und go. Leute, kennt ihr diesen Ort noch? Es geht ab, Thomas. Es geht ab. Servus. Schuhwechsel. Schuhwechsel? Alle scheiß Dinger von der Banane runterkratzen, ne? Er hat sich Zwiebelringe bestellt. Und nein, Gemüse. Aber seit wann paniert man bitte Gemüse? Ja, und er muss jetzt halt die ganze Panade abmachen, weil er in der Keto-Diät ist. Hinter. Schau mal, ein paniertes Kissen habe ich auch dabei. Ich hoffe bei dir. Hast du eigentlich das gleiche wie ich? Ja, diese Platte da. Ja. Jetzt hast du den Salat ja auch auf der Platte drauf. Genau. So, wir waren jetzt beim Inder-Essen, war richtig lecker. War echt geil. Und der Thomas erklärt jetzt euch nochmal kurz, wie die ketogene Diät funktioniert. Ihr habt ja gesehen, der hat von den Gemüse die Panade abgemacht. Ja, was echt schon peinlich ist. Also im Aufbau würde ich das echt nie machen. Die gute Panade. Ja. Ja, aber generell ist es so, dass für eine ketogene Diät natürlich Kohlenhydrate, sprich Glucose, schlecht ist. Was ist eigentlich die Ketose? In einer Kurzform so gesagt, der Körper verstoffwechselt normalerweise Zucker. Und wenn der Körper natürlich keinen Zucker mehr bekommt, muss er sich ja andere Wege suchen, wie er Energie ranholt. Und dadurch verstoffwechselt er dann Fett, indem er dann in der Leber Fettzellen bzw. Fettsäuren in Ketonkörper umwandelt, wodurch dann der Körper mit Energie versorgt wird. Okay, ja, und wie schaut es aus mit dem Essen? Was isst du? Was esse ich? Also eigentlich generell alles, was keine Kohlenhydrate hat und natürlich sehr viel Fett. Also angefangen von vielen Eiern, also jetzt derzeit zum Beispiel 6 Eier am Tag, 400 Gramm Putenfleisch und das meiste eigentlich zu 70%, das muss man natürlich noch dazu sagen, die ketogene Diät ist eine Stoffwechseldiät, also besser gesagt eine Fettstoffwechseldiät, wo man eben natürlich dann sehr hohe Prozentzahlen an Fett zu sich nimmt, also in dem Falle um die 70% und die restlichen 30% ist dann eben Eiweiß. Okay. Wobei von diesen 30% muss man natürlich sagen, selbst Gemüse, grünes Gemüse hat auch Bruchteile von Kohlenhydraten. Ja, ein bisschen immer. Immer ein bisschen. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich nichts außer Fett, Butter, Öl, Proteine, aber sage ich jetzt mal sehr übersichtliche, also wie zum Beispiel Putenfleisch, wo ich nicht viel rechnen muss, oder Eier. Mhm. Und dann grünes Gemüse, wie gesagt, grüne Paprika, Gurke, grüne Gurken, Salatgurken, grüner Salat und Brokkoli und grüne Stangengemüse. Ja. Also grüne Stangenbohnen zum Beispiel. Ja, und ich habe gehört, du hast jetzt auch irgendeine Methode, um zu überprüfen, ob du irgendwie in der Ketose bist. Ja, das habe ich auf meinem Instagram natürlich gepostet. Das sind die Keto-Sticks. Die habe ich dieses Jahr, sage ich jetzt mal, zu meiner Diät das erste Mal im Einsatz. Damit kann man mit dem Urin prüfen. Okay. Dass man die Ketonenkörper über den Urin nachmessen kann. Muss ich sagen, ist zum ersten eigentlich erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, weil man pinkelt nicht
immer gerne jeden Tag eigentlich alles in den Becher rein. Verstehe ich. Kommt man sich irgendwie schon ein bisschen blöd vor. Aber es ist halt trotzdem immer so, sag ich jetzt einmal, ein Leitfaden, wo man sich daran festhalten kann. Okay. Also man kann dann wirklich nachschauen, ist man in der Ketose oder funktioniert es jetzt überhaupt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du schon gute Erfolge mit dieser Diätform erzielt? Also generell ja, weil ich, wie man ja schon gesehen hat in unserem Video, komplett nur aufs Krafttraining gehe, beziehungsweise mein Strongman. Ja. Und für mich, sage ich jetzt mal, körperlich nicht der größte Aspekt ist. Also, sage ich jetzt mal, da kann auch mal irgendwo mehr Fett dran sein. Ja. Allerdings ist es ganz normal, dass irgendwann auch mal der Kopf sagt, jetzt bist du zu fett. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ja. Und ja, also ich muss sagen, für mich die ketogene Diät läuft echt super. Ich nehme damit ungefähr, sage ich jetzt mal, in 2 Monaten bis 3 Monate 20 Kilo ab. Mhm, das ist nicht schlecht. Und habe dabei, sage ich jetzt mal, einen Kraftverlust von maximal 15%, wo ich dann sage, damit kann ich halt gut arbeiten. Ja. Ich meine, es gibt definitiv, sage ich jetzt mal, gesündere Diätformen. Ja. Ich sag mal, es geht auch langsamer. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der zum Beispiel eine Diät mit Kohlenhydraten führen kann, wo ich im Defizit laufe und ständig Hunger habe. Ja. Ist für mich der reinste Horror. Okay. Und durch die ketogene Diät kannst du halt wirklich diesen Hunger, den du hast, extremst gut überbrücken. Ja, weil das Fett so sättigt. Genau, richtig. Das ist halt, für mich muss ich sagen, ist es die beste Diätform. Okay, muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Weil es für mich sehr, sag ich mal, simpel umzusetzen ist. Ja. Man hat nicht viel zu rechnen, man rechnet sich's einmal aus und justiert dann nur über die Zeit, also macht nur Feinjustierungen. Ja, du isst dann quasi jeden Tag das Gleiche. Das mache ich sowieso immer. Okay. Das ist immer das Gleiche. Alles klar, okay. Selbst dann im Aufbau, sag ich ja mal, esse ich immer das Gleiche und dann halt noch das, was an mir vorbeifliegt. Okay. Alles klar, okay. Wohin geht's jetzt? Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich noch eine Shisha rauchen. Ja. Ist das gesund? Freilich, Nikotin. So, Freunde, Shisha war angenehm, war richtig geil. Wir waren jetzt bestimmt 2 Stunden oder so da drin. Müsste sein, 2, 2,5 Stunden. Ja, hat richtig Bock gemacht. Ich fahre jetzt gleich heim, hab gerade einen Thomas hier mit seinem Auto abgesetzt. Ich durfte mal sein BMW ausprobieren. Jo, dann sehen wir uns gleich nochmal. Peace. Ciao, Thomas. Ciao. Hab mich gefreut. Sowieso. Peace. So, Freunde, ich bin jetzt wieder daheim. Da merkt man einfach mal, wie Fitness verbindet, wie man neue Leute kennenlernt. Das ist einfach nur cool. Ich verstehe mich richtig gut mit dem Thomas, kann mich richtig gut mit ihm unterhalten. Und das ist einfach cool. Also ohne den Sport hätte ich den Thomas zum Beispiel nie kennengelernt. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch das Video beenden. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar natürlich auch. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer du das Video gerade schaust. Haut rein, Freunde. Peace. Schöner Klar.